Das ist eine Autogrammstunde, Anna. Autogrammstunde? Ich weiß gar nicht. Ah, natürlich, den kennst du doch, Jerry B. Anderson. Dann können wir hingehen drüben, ne? Der kleine. Jerry B. Anderson! Man kann es genau sehen, die kleine Anna weiß genau, was attraktiv ist. Der kleine Jerry B. Anderson, natürlich die Anna hier. Lenny, du bist auch ein Stunt, kann das sein? Aber sie hat sich gar nicht bei dir gemeldet. Die Weiber, was ist los mit denen, ne? Jetzt hör mal genau zu. Du weißt doch ganz genau, was die Weiber von mir halten. Ne? Ich war auf Sylt, hab da geheiratet, alles war normal. Bin einmal über den Beach gedrived, die sind alle völlig durchgetickt, als sie mich gesehen haben und gedacht, was für ein braungebrannter Superstar. Ich hab gesagt, kommt mal down, ihr kleinen Schlamm, ihr könnt mir gleich einen blowen. So lief das Mädchen auf Sylt. Und weißt du, du erzählst mir hier wieder mal einen Scheiß. Das ist immer das Gleiche, wenn ihr mich questionet, ob ich im. Ich hab doch gar nichts gesagt. Du hast ein neues Solari, ein Ergoline 84.000 hast du bekommen von Jerry B. Anderson zu deiner Hochzeit. Das hast du einfach so angenommen? Darfst du doch gar nicht, oder? Du weißt gar nicht, wie es im Leben läuft, glaube ich, du Pisser. Ich habe das dann gleich ausprobiert. Ich war so braun, mein Schwanz. Du glaubst gar nicht, wie dick dieses Riesenviech sowieso ist. Und wenn er braun ist, dann Stanley Girls drauf. Ich bin schön durch die City und die Weiber wollten mir alle einen blowen, die kleinen Schlampen. Und weißt du was? Was ich jetzt mache, du Pisser? Ich hole in klarer Zeit und splash euch schön in die ZDF-Linse. Ist mir doch scheißegal, du Wichser. Egal, wie teuer das ist, ne?